Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ich sprach davon, dass wir vielleicht Frostland spielen. Wo war es? Hier oben irgendwo. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe eine Karte erstellt, habe mir ein Höhenprofil geladen, habe das dann hier importiert, habe dann ein bisschen rumgebastelt und bin dann zu diesem Bild gekommen. Wie ihr seht, Königssee nenne ich es mal, das Ganze. Hier sieht man schön in der Mitte den Watzmann. Hier irgendwo würde Berchtesgaden sein, deswegen nenne ich die Stadt doch Berchtesgaden. Hab so ein bisschen Flora und Fauna da entwickelt, hab da ein paar Erze und Öl reingemacht. Öl wird es da unten eigentlich ja nicht geben, aber Erze auf jeden Fall wahrscheinlich, dass das da gibt. Berchtesgaden, da gibt es ja auch Salze zum Beispiel. Und ja, hab dann Straßeneingang gebaut, Schieneneingang, Wasserweg gebaut und Flugweg. Hab das Ganze im Winterthema gestartet und wie man das hier so sieht, ist das hier so gegeben. Ja, ausgewählt, wie gesagt, Linksverkehr brauchen wir nicht, Rohstoffe ist klar, wir machen Beginner und gucken uns diese Winterlandschaft einmal genauer an. So ein bisschen gebastelt habe ich da, das ist natürlich nicht so leicht, habe ich ganz schnell gemerkt, so einen kleinen Bach zu machen ist natürlich etwas schwieriger. Und ja, der kleine Bach ist dann ein großes Gewässer schon geworden. Jetzt ist leider hier, kann man das mal gerade hier umschalten auf die ganze Karte, dann sieht man das, ne, kann man leider nicht. Wir sehen hier rechts unten, hier fängt der Königssee an, hier ist so ein bisschen die Königssee-Ache. Berchtesgadener Ache ist es, glaube ich, ab hier. Hier ist die Ramsauer Ache. Hier unten geht der Wimbach hoch. Hier ist die Wimbach-Klamm und hier geht es nach Ramsau. Und die Ramsauer Ache ist das da, glaube ich, die irgendwo von Hintersee oder sowas kommt. Das habe ich mal so gebaut. Das ist unser Startgebiet. Wir können ja mal wieder reingucken. Kann man das Foto nachstellen? Geht, glaube ich, jetzt nicht so wirklich, ne? So, jetzt doch hier. Da kann man hier super den Watzmann sehen. Hier den kleinen und den großen Watzmann. Hier vor, das ist der Grünstein. Hier unten an dieser Wand befindet sich die Bobbahn. Und ja, das müsste hier der Hochkalte sein. Nee, Hochkalter ist es nicht. Oder? Nee, der ist, glaube ich, in Österreich, ne? Oder? Auf der anderen Seite hinterm Watzmann sozusagen. Komme ich jetzt nicht drauf, aber irgendwer weiß es vielleicht. Ja, und hier ist eine Straße. Andeutungsweise, ne, muss man ja hier komischerweise, kann man nicht mit normalen Straßen kommen. Man muss immer mit so dicken, fetten Straßen kommen. Funktioniert leider nur so. Gut, ja, starten wir doch mal los hier, oder? Wir bauen eine Straße. Und zwar haben wir ja erstmal hier so relativ wenig zu tun. Wir müssten erstmal mit der normalen Straße übers Wasser kommen, würde ich sagen. Oh. Die Furche ist ganz schön tief geworden, ne? Naja, dann machen wir das mal so, ne? Das ist jetzt nicht schick, aber ist so. So, dann haben wir hier schon mal eine Straße, die ich dann hier vielleicht geschwungenermaßen mal in diese Richtung mache. Und dann schließen wir hier die Autobahn an, ne? Machen wir mal so. Gut, dann haben wir das. Hier müssen wir dann ein bisschen mit der anderen Straße loslegen. Ja. Ich glaube, wir machen erstmal ein Stück so, oder? Machen wir einfach mal hier so ein bisschen so ein schönes Viereck, oder? So oder so? Machen wir so. So, da haben wir erstmal was. Unser Anfang.
Was ist hier? Achso, eine Aufschüttung, deswegen sieht das da schon so aus. Ja, müssen wir mal schauen. Wir brauchen ein paar Bewohner. Ich würde mal sagen, die Bewohner machen wir auf dieser Seite. Und fangen wir erstmal hier so mit an, oder? So, da haben wir erstmal eine Fläche, dass die wohnen können. Wir brauchen ein bisschen Kommerz, den pflanzen wir mal hier hin. So, da haben wir den schon mal. Industrie würde ich auf der anderen Seite favorisieren. Mal wieder weg. Da will ich nicht die Industrie. Die machen wir hier erstmal ganz vorne hin. Komm, machen wir mal so. So, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir sowas wie Wind und Strom. Also ich würde das jetzt hier mal gerade mit Windrädern favorisieren. So, die drei machen wir da hin und bringen das mal nach da unten. Und oh, hier schon total ausgebaut. Hier vorne haben wir natürlich ganz viel Wind. Machen wir da mal ein Windrad hin. Und die wollen doch tatsächlich hier Wasser haben. Machen wir das erstmal so. Dann frisches Wasser machen wir hier oben weg. Wo ist unsere Karte zu Ende hier? Okay. Jetzt wird es langsam teuer, ne? Oh, noch ein Windrad da. Haben wir. Kriegen wir da hinten noch eins hin? Fürs Abwasser, das brauchen wir nämlich auch noch. Baukosten 2,5 und was haben wir? 7,5, okay. Und so. Und jetzt reicht's fürs Windrad nicht mehr. Schäbig, wa? Der ist nicht gut. Das bedeutet, wir machen mal schnellstens hier noch eine kleine Straße hin. Oh, die kosten schon so viel. Wow. Und dann gibt es da noch ein bisschen Kommerz. Passt erstmal. Und dann, ach, das ist eine vierspurige geworden, oder was? Naja, lassen wir erstmal so. So, da wachsen sie zum Glück schon mal hin. In der Hoffnung, dass sich das gleich noch schließt hier. Wir haben aber schon das erste finanzielle Problem. Da drüben fehlt auch noch Wasser. Und hier fehlt es auch an Strom. Da ist kein Windrad. Kein Windrad. So.
hätte jetzt beinahe gesagt, lass die Spiele beginnen, ne? Aber Wasser ist nicht das Problem, Abwasser ist gleich das Problem. Okay. Da oben, die sind hier mit Dingens schön verbunden, aber wir haben ein anderes Problem. Und zwar fehlt uns jetzt ganz klar hier der Strom. Und hier das Wasser, damit es Strom kriegt. So, das wollte ich sehen. Ich glaube, wir müssen schon den ersten Kredit aufnehmen. Kann das sein? Hier ist kein Wasser. Dafür reicht das Geld schon nicht mehr. So, die sind erstmal wegen Strom am Meckern, ist klar. Die einzigen, die glücklich und zufrieden sind, ist der Kommerz hier. Den wir jetzt mal gerade gewisse Grundstücke noch nehmen, bevor der sich da einen ausbreitet. Hier sind tatsächlich drei Häuser schon. Das mal weg. Das auch, damit es, wenn nach da wächst und hoffentlich auch nach hier wächst. Wir haben schon die ersten Miesen, das bedeutet, wir brauchen wohl einen Kredit. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 380, damit wir einen Kredit kriegen. Wow. 193 haben wir. Selbst da wird uns das Leben schwer gemacht. Ob wir das noch schaffen mit diesem Häuslein und ja, da ist jetzt auch noch einer hingezogen, ne? Die sind natürlich gerade nicht zufrieden, ne? Ist klar. Warte mal, wir können ganz schnell auf jeden Fall hier reingehen. Und wir müssen mal den Strom runterdrehen, ne? Das Budgetfenster war es, nicht da oben. Das müssen wir erstmal wegmachen. Straßeninstandsnutzung lassen wir jetzt erstmal so. Wäre schön, wenn hier noch ein Häuslein hinkommt. Und natürlich da jetzt durch die große, dicke, fette Straße, die wir hier gebaut haben, das ist ja voll falsch gelaufen, ne? So, die ziehen hoffentlich hier bald weg und die ziehen dann dahin, ne? Dann klappt's auch mit Nachbarn. Und hier kommt jetzt das Abwasserproblem auf. Können wir denn da verschieben? Ja, wir können ja verschieben. Dann machen wir das doch schnell. Das kostet uns aber 1200, die wir auch nicht haben. Schwere Kiste. Die sollen wir hier wegziehen, schnell. Und hier wäre ganz wichtig, dass wir hier jetzt ein Dingens kriegen. Noch ein Haus. Tja, wenn da jetzt welche einziehen würden, ne, dann hätten wir nicht so das Problem. Vielleicht sollten wir ein bisschen was ändern hier noch. Damit die, ne, darüber gehen. Also das hier mal gerade wegmachen. Dann zieht der ja aus. Und hier machen wir das gleiche nochmal, dann zieht der auch und die auch raus und ziehen hoffentlich dahin.
Die sind da schon weg. Und dann werden die den Raum hoffentlich da gleich nehmen. Der müsste jetzt auch hier gleich verschwinden. Wird das noch was? Wir haben 19 Grad minus hier. Also hier bauen die fleißig. Wir haben 200, fast 300 Leute. Vielleicht kommen wir jetzt gleich doch noch an den Kredit. Ich glaube, wir können da mal hingehen in das Fenster. 360, na, 400, kleiner Weiler. Haben wir das schon geschafft? Sehr gut. Steuern können wir, Darlehen können wir, Müll, Gesundheitswesen und Bildung können wir jetzt machen. Das erste ist halt das Darlehen. 20.000. Nehmen wir natürlich. Obwohl mir das ja immer nicht passt, ne? So. Jetzt kriegen die da Strom. Ich hoffe, das letzte Haus, der letzte Mast ist auch dran. Na? Sieht gerade nicht so doll aus. Dann müssen wir mal gerade noch hier den Strom darüber machen. Von da oben haben wir runter. Naja, das passt. So, jetzt ist Strom da. Weiß nicht, das passte wahrscheinlich gerade doch nicht. Der letzte Zentimeter fehlte da, ne? Und schon war die Industrie muckelig, weil kein Dingens da war, ne? Aber wir haben gerade auch Flaute, oder wie sehe ich das? Ist gerade nicht so viel Wind. Jetzt wäre schön, wenn hier rechts noch der Strom ankommt, ne? Damit wir das Abwasser loskriegen. Ah, jetzt läuft's. Schmutzwasser sollte jetzt auch verschwinden. Und wie viel Geld haben wir noch? 31.000. Haben wir 40.000 aufgenommen Kredit? Was war das gerade eben? Ne, 21. Ach, wir hatten den Weiler gekriegt und aus diesem Grund hätten wir den Kredit vielleicht gar nicht nehmen brauchen. Ne? Naja, hier hinten fehlt es trotzdem jetzt noch an Strom. Das heißt, wir müssen mal noch ein Windrad mehr bauen. Oder halt Kohlekraftwerk. Komm, machen wir hier hin, ne? Und ziehen hier noch ein bisschen länger. Dann wird das gleich schon werden, wenn da einer... Ach, ist schon verbunden, alles klar. Reicht da auch so, ne? So, dann kriegen die hier alle langsam Strom, will ich hoffen. Das dreht sich aber auch ganz äußerst langsam. Hier hinten sind noch zwei... Industrie oder 5 Industrieanlagen frei. Ja, dann können wir hier nochmal blau painten, oder?
können die wiederkommen, ne? Machen wir mal so. So, dann ist das erstmal soweit. Ah, hier ist mit dem Strom ein bisschen schwach. Ja, wäre jetzt sinnig, wenn wir jetzt nicht so eine Flaute hätten. Machen wir noch eine mehr, ne? So, Industrie möchte Nachschub haben. Dann können die doch das da erstmal locker machen, ne? Wenn ich das jetzt wegreiße, ne? Dann ist mein Strom gleich noch da weg. Dann geht das nicht. Ah, da wird schon das erste neue gebaut. Alles wird gut. Ja, daneben muss noch was kommen erst. Ein Haus mehr brauche ich noch. Ja, kommt schon. Ah, Budget ist schon im grünen Bereich, das ist schon mal cool. Das nächste Haus wird da gebaut, das heißt, die Versorgung ist da sichergestellt. Ja, die wollten noch ein bisschen mehr haben. Sollen sie kriegen. Und dann müssen wir schon hier grüne Flächen noch machen. Und dann wird es schon interessant wegen, ne? Da ziehen sie schon ein sofort, aber wir brauchen Strom. Hier hinten hapert es noch. Zack. Haben wir noch einen Strommasten mehr. Ja, so sieht es erstmal aus, oder? Oh, das erste Müllproblem gibt es auch schon. Aber wir haben ja jetzt einen Müllabfuhr, ne? Da geht der Müll nur hin. Dann machen wir da hin. Die ärztliche Versorgung ist dann nicht mehr gewährleistet. Gut, haben wir das erst. Der erste Müll kann dann abgeholt werden, bitte. Der erste Müllwagen ist auch schon da und fährt schon raus. So sieht's doch schon ganz gut aus eigentlich, oder? Hier haben wir den Marktplatz. Hier haben wir lauter Häuser, die Schwierigkeiten haben mit Strom. Weil Windräder drehen sich langsam. Ja, müssen wir gucken, ob wir ein Kohlekraftwerk dazu nehmen, ne? Weiß ich auch noch nicht. Ja. Schauen wir mal, ne? Da dürfen wir noch nichts. Wäre auch schon krass mit so einem kleinen Dörflein. Aber wir haben ja noch genug Fläche zum Zubauen. An der Ramsauer Ache. Nee, ist sie gar nicht. Oder doch? Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube, das ist sie da noch. Ja, Wasser fließt. Ich kann leider hier aus diesem Kästchen erst nicht raus. Ja, dann schauen wir mal, wie wir es hinkriegen, ne? Ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn das nächste Video kommt. Und ja, Kommentare, schreibt rein, ob euch die Karte gefällt, ob das alles so gut ist. Ich denke aber schon, das ist mal was anderes. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.